Hallo lieber Bruder, hallo liebe Schwester, seid gesegnet von unserem Herrn Jesus Christus. Ich begrüße euch zu einem neuen Video. Was hat der Herr mir aufs Herz gelegt und was möchte ich heute gerne mit euch teilen? Und zwar geht es darum, dass der Herr uns Wachstum schenken möchte, ja, dass wir an seiner Hand verbleiben sollen, damit er uns stärken kann und wir den Anschlägen des Teufels damit trotzen können. Ja, weil wir wissen alle, es gibt sehr viele falsche Propheten, es gibt sehr viele Lügen auf dieser Erde und die Sünde im Fleisch greift auch jeden Tag irgendwo auf eine Art und Weise nach uns. Also es ist ein ewiger Kampf, ja, Fleisch gegen Geist. Und in unserem Herrn haben wir die Kraft, gegen diese Dinge anzukämpfen und auch zu siegen. Und genau das möchte er an uns bewirken, ja, in seiner Gemeinschaft. Und er gab mir dazu einen Traum, um das alles sichtlicher zu gestalten. Und ich versuche das jetzt einfach mal so gut wie möglich zu erklären. Und zwar war es so, dass ich mich zu Anfang in einem Raum befand. Ja, dieser eine Raum war eigentlich ein ganz, ganz kleines Häuschen. Und ich war dann da drin und alles war auch irgendwo ein wenig düster. Also ich habe mich ein bisschen unwohl gefühlt, in dem Sinne unwohl. Es war alles so karg, ja. Und ich ging langsam auf einen Spiegel zu. Und als ich auf einen Spiegel zuging, ja, sah ich mich selber. Ich sah mich selber und ich betrachtete einen Menschen, der mir plötzlich nicht mehr gefiel. Ja, ich erkannte in mir die Sünde. Ich erkannte in mir die Gesetzlosigkeit und dass ich Jesus brauche. Dass ich ihn brauche, um erlöst zu werden, ja, um ein neuer Mensch zu werden. Und dass ich ohne ihn nicht ins Himmelsreich kommen kann. Ja, und dass ich ihn brauche, um auch vor dem Bösen bewahrt zu werden. Ja, dass ich das nicht alleine schaffen kann. Und als ich diese Dinge verstanden habe, ja, und zum Glauben kam, was das alles bildlich darstellte, ging ich in diesem Raum hin und her. Also nach rechts, nach links, nach rechts, nach links, immer hin und her. Und ich sagte immer wieder, Gott ist gut, Gott ist gut. Gott wird mich vor dem Bösen bewahren, Gott wird mich vor dem Bösen bewahren. Aber ich hatte so eine tiefe Unsicherheit in mir. Ja, ich war ja gerade frisch im Glauben und der Teufel hat immer wieder versucht, mich wieder zu greifen und zurückzuholen. Ja. Gerade am Anfang ist das schwierig, weil wir Gott noch nicht wirklich kennengelernt haben, wie er wirklich ist. Und wir noch ein wenig von den Teufel hin und her gedrängt werden. Also wir sind noch nicht ganz fest im Glauben. Ja, wir sind noch nicht im Glauben verwurzelt, dass wir diesen Angriffen des Teufels wirklich widerstehen können. Wir werden recht leicht den Boden geworfen, sage ich jetzt einfach mal. Und genau das möchte unser Herr verhindern, ja. Ich sah, als ich dann nach rechts und links immer wieder gegangen bin, auch ein Bild vor Augen, ja. Das Böse an sich, was immer wieder versucht, ja, uns zu attackieren, ja. Und unseren Glauben zu rauben. Und es war dann so, dass ich eine Stimme hörte. Ich hörte eine Stimme sagen, warum folgst du nicht einfach meinen Weg? Und in dem Moment hat der Herr mich aufgerufen, folge mir. Folge mir und ich will dir Wachstum schenken. Ich will dir Weisheit schenken, damit du den Angriffen des Teufels widerstehen kannst. Und ja, ich folgte dem Ruf. Also verließ ich diesen kleinen Raum, dieses kleine Haus, öffnete die Tür und befand mich auf einem Waldweg. Ja, ich befand mich auf einem Waldweg. Und in diesem Moment fing mein Weg mit Jesus an, ja. Und dass ich diese Unwissenheit verließ, ja, um weise zu werden, um zu wachsen, um mich zu heiligen, ein neuer Mensch zu werden, um Erkenntnis, ja, dazu zu gewinnen. Und als ich dann diesen Waldweg folgte,
sah ich, dass dieser Wald auch recht düster war. Ja, er war recht düster. Und man sah nicht wirklich, was in diesem Wald alles, ja, was da dort alles war. Ja, es stellte einfach die Welt da mit ihren unzähligen Wegen, ja, wo wir uns ganz schnell verirren können. Und Wege, die uns, ja, doch nur ins Verderben führen. Ja, sie haben nicht wirklich ein Ziel. Ja, wir wissen ja alle, wie ein Wald verläuft. Es gibt so viele Wege und so schnell bist du an einem Punkt, wo du dich fragst, okay, wie komme ich jetzt wieder zurück? Ja, und genau so ist das. So ist die Welt. Ja, sie führt die Menschen so unglaublich in die Irre und sie haben eigentlich nicht wirklich irgendwo ein Ziel in dem Sinne. Ja. Und ich sah dann, wie dieser Wald, ja, wie dieser Wald, also dieser Waldweg nach oben verlief, ja. Also von einem ganz tieferen Glaubensleben, ja, umso weiter wir mit unserem Herrn gehen, umso höher kommen wir, ja, umso höher kommen wir. In dem Sinne höher, wir werden immer stärker. Ja, wir werden immer stärker und können den Angriffen des Teufels immer mehr trotzen, wenn wir das Wort lesen, ja, Gott, mit Gott Gemeinschaft haben und einfach ja, mit ihm zusammen wachsen, ja, mit ihm zusammen wachsen und seine Wahrheit einfach immer mehr in unserem Herzen tragen, ja, dass wir einfach ein Licht haben, um auch die Lügen aufdecken zu können, ja, wenn wir denn das Wort auch benutzen, ja, und nicht nur lesen, sondern es auch anwenden, nicht nur um Dinge zu prüfen, sondern auch um ja, nach Gottes Willen zu leben, ja. Und ja, ich lief dann diesen Weg und mein Haupt hat sich einfach immer mehr erhoben, ja. Ich habe einfach so eine Stärke in mir gespürt. Ich wurde so erquickt, ja. Und vor mir sah ich dann ja, zunächst, es war so wie ein riesengroßes Quadrat, Leute, ja. Wie ein riesengroßes Quadrat. Und es war einfach nur schwarz am Anfang. Ja, es war ein Bild, was ich noch nicht wirklich sehen konnte. Aber umso weiter ich auf diesen Weg ging, ja, umso sichtbarer wurde es. Ja, ich sah dann, wie es so immer blinkte und blinkte und blinkte. Und ich sah mehr und mehr und mehr. Also diese anfangende Ungewissheit, die ich zu Anfang hatte. Ja, diese Blindheit hat sich nach und nach aufgelöst. Ja, und plötzlich sah ich das Bild dann ganz. Ja, und ich sah dann, wie dort eine Weide war und ein Weg, und auf dieser Weide waren Schafe. Ja, und dort lief ein Mädchen entlang. Es war weiß gekleidet, hatte also weißes Kleid an, ein weißes Käppchen und lief diesen Weg entlang, hatte ein Körbchen am Arm hängen. Und ja, als es dann dort diesen Weg entlang lief, ja, und ich wusste, okay, dieses Mädchen stellte ein Schaf Gottes dar, auch wegen dieser Weide. Ja, das kam mir dann irgendwie voll im Herzen so. Und ich sah dann, wie plötzlich aus einer, ja, von der rechten Seite plötzlich ein Räuber auftauchte, ja, ein Räuber, der dem Mädchen den Korb aus der Hand reißen wollte. Er war schwarz gekleidet. Ja, er war schwarz gekleidet. Und ich fand das sehr lustig, weil damit der Herr, also damit ich das verstanden habe, dass es ein Räuber war, ja, hat der Herr so gesagt, also beziehungsweise hat dieser Räuber dann zu dem Mädchen gesagt, der Herr hat ein sehr lustiges Wort in dem Moment benutzt, Herr mit den Tomaten, ja, ich dachte mir so, wie Tomaten so, aber ich wusste, dass das irgendwo in meinem Herzen, also es sollte eine Räubersprache darstellen, ja, in einem lustigen, witzigen, kindlichen Gerede, sage ich jetzt einfach mal. Und er hat sie dann versucht zu attackieren und ihr den Korb aus der Hand zu reißen, ja. Und ja, sie hat das weggezogen, weil sie den Angriff des Teufels in dem Moment gesehen hat, ja. Sie wusste, dass der Teufel angreift, ja, und sie konnte diesem standhalten, ja. Weil der Herr ihr Wachstum geschenkt hat und weil sie dann diesen Angriff kommen sehen konnte, ja, und ihrem Glauben und in der Wahrheit standhalten konnte. Also der Räuber wollte ihr sozusagen, ja, die Wahrheit stehlen, ja, den Glauben stehlen, aber sie war stark im Herrn. Sie hat standgehalten. Und ja, genau das sollte das darstellen. Und
Ich fand das auch ein sehr schönes Bild, ja, auch für unser Leben, was diese Beziehung eigentlich zu unserem himmlischen Vater und unserem Herrn Jesus Christus bedeutet, ja. Wie schön sie an uns wirken, ja, uns verändern. Und ja, genau das nehme ich auch selbst in meinem Leben wahr. Ich meine, ich weiß noch, wie ich früher war, ja. Ich wurde irgendwie, ich war total neugierig und hab das ausprobiert und das ausprobiert, wie so ein kleines Kind, was irgendwo alles angrabbeln will, so, ja, überall hinläuft, ohne wirklich einen Plan zu haben, wo es hingeht, ja. Und irgendwann, wenn man dann älter wird, ja, dann wird man vorsichtiger und kennt die Gefahr und weiß, was das und das und das ist. Und das Interessante war, ja, an diesem Tag, wo ich diesen Traum hatte, hat der Herr mir noch ein Bild dazu gegeben. Ja, ein Bild, und ich dachte erst, das war irgendwie aus meinem Kopf entstanden. Aber ja, das sollte genau diesen Weg darstellen. Ich sah einen Vater mit seinem Kind, ja, was das Kind an der Hand hielt. Also ein kleines Kind, ein Kleinkind. Und was auch in der Gefahr war, ja, einfach weil es nicht alles kannte, ja, vom Weg abzukommen. Ja, vom Weg abzukommen. Und der Vater zeigte dann ganz klar: Bleib an meiner Hand, bleib an meiner Hand, damit ich dich, ja, damit ich dir meine Lebenserfahrung geben kann, ja, sie mit dir teilen kann. Also die Wahrheit in dem Sinne, das Wort Gottes, den Wachstum, den wir brauchen. Und ja, das wollte ich euch alles sagen, liebe Geschwister. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen guten Tag. Seid gesegnet von unserem Herrn Jesus Christus und unserem himmlischen Vater. Mögen Sie eure Herzen ausfüllen mit ganz, ganz viel Liebe und Frieden und Freude und Liebe und mit Weisheit und mit dem Wort Gottes. Und dass ihr ganz, ganz tief in ihre Beziehung wächst, ja, und sie kennenlernt, so wie sie sind. Und die Wahrheit in euch wohnen lasst, ja. Und ja, vor dem Teufel, ja, vor den Angriffen des Teufels bewahrt werdet, weil ihr diesen wundervollen Wachstum bekommt, ja. Und wir unglaublich dankbar dafür sein können. Und ja, möge der Wille unseres wundervollen Vaters geschehen, ich unser eigener, mächtiger Name seines geliebten Sohnes, unseres Herrn und Königs und Erlösers, Jesus Christus. Amen, liebe Geschwister.